Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial in EEP. Ja, heute geht es mal um das Gitter-Tool bzw. Menü-Gitter-Netz. Und zwar wird das automatisch von EEP mitgeliefert, also ist kein bestimmtes Tool, was man extra laden muss bzw. auch sich besorgen muss. Nein, es ist also ein Menü, was automatisch bei EEP mitgeliefert wird. Machen wir mal eben eine neue Anlage, das lassen wir alles so. Und da haben wir unsere Anlage, die wir bereits so wie sie sind, sehen. Ich werde jetzt mal eben kurz Gitternetzlinien habe ich noch drin, Oberflächengestaltung, zack, neue Textur, damit wir es besser sehen. Und so sieht also jetzt im Moment unsere Fläche aus. Also wir haben wieder unsere Gitternetzlinien und nun könnten wir ja hingehen. Gehen wir mal eben hier rein. UD1 waren die, glaube ich, die Platten. Jawohl, da haben wir sie schon. Ja, nehmen wir die einfach. Okay. So, die Platten möchtet ihr jetzt hier mehrere nebeneinander hinlegen. Das heißt also, man könnte jetzt hier hingehen. Das Millimeterpapier würde schon dafür gut eignen. Einmal. Dann kopieren wir uns das mal und legen uns die nächste Platte hier auch heran. Und jetzt seht ihr schon, ich bin also mit der Platte hier schon über die nächste gerutscht. Auch der Abschluss, ja, in dem Fall passt es noch, aber auch der könnte, sage ich jetzt mal, vielleicht auch so aussehen. Es ist also schwer, sage ich jetzt mal so, die Platten sauber hinzulegen. Es sei denn, man beschäftigt sich da so sehr und opfert die ganze Zeit, um das sauber hinzulegen. Das wollen wir aber etwas ändern. Wir wollen auch die Platten hinlegen. So, dazu nehmen wir mal die Platten hier irgendwie beiseite. Wir gehen mal hier hin und die eine legen wir mal hier hin. So, und jetzt rufen wir uns das sogenannte Menü-Gitter-Netz oder einfach nur Gitter auf. Wenn ihr unten in dem 2D-Modus sind, dann seht ihr unten links seht ihr eine Symbolleiste und da befindet sich also der dritte Button, ein Gitter, ja oder nein. Wenn ich das aktiviere, dann sehe ich also, habe ich überall weiße kleine Quadratmeter. Je weiter ich natürlich jetzt rausgehe, irgendwann blendet der aus, da haben wir es schon, weil das die zu viel ist. Also bleiben wir mal hier, wir können ja auch in diesem Sichtfenster bleiben. So, jetzt, was heißt das jetzt, diese kleinen weißen Quadrate? 4 Stück ist immer der Mittelpunkt, ein sogenannter Undock-Punkt. Das heißt also, wenn ich jetzt was habe und ich rutsche das hier drüber, sucht er sich also immer diese Kreuze, wo 4 Platten sich treffen. Nehmen wir uns mal diese Platte hier und dann schieben wir, und da seht ihr schon, die springt also automatisch in dieses Kreuz herein. Nehme ich die nächste Platte, setze die da dran und schon habe ich 2 Platten sauber angelegt. Das Ganze können wir uns mal ansehen in 3D. Gehen wir mal hier rein. Oh, wo sind wir? Da. Ihr seht also, die Platten sind also ordentlich sauber, akkurat, wie auch immer, angelegt. Und so kann ich also hingehen und kann mir das Ganze hier einmal kopieren. So, und dann setze ich mir die hier ran. Wenn ich mehrere kopiert habe, dockt der natürlich nicht an. Und ihr seht, das habe ich jetzt mal extra gemacht, ihr seht, es ist auch nicht so, dass die also jetzt sauber anliegen. Wenn ich also jetzt eine Platte mal aktiviere und klicke jetzt einmal mit der linken Maustaste da drauf, dann springt der also auf den nächsten liegenden Kreuz, springt also die Platte. Auch hier wiederum einmal nur die linke Maustaste betätigt und schon habe ich 4 Platten ordentlich sauber verlegt.
Und so kann ich natürlich das Ganze jetzt hier mal eben schnell, in Anführungsstriche schnell, verlegen. So, auch hier wieder mache ich mal extra so ein klein bisschen weg. So, und jetzt brauche ich auch hier nur einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und schon habe ich eine Fläche von 2, 4, 6, 8 Platten verlegt. So sieht das Ganze jetzt aus. Ordentlich, sauber, akkurat. Wenn ihr aber natürlich, und das war ja zum Beispiel, wer meine Videos sieht, im Vereinsheim die Vorstellung, da habe ich ja zum Beispiel Deckenplatten genauso in diesem Muster auch verlegt. Wenn ihr natürlich jetzt diese Platten skalieren wollt, das heißt also, wir nehmen jetzt hier mal 50 mal 50 und die Stärke lassen wir einfach mal so. Dann seht ihr schon, die Platte ist groß. Und ich hatte ja gesagt, je weiter wir rauskommen, wird das Gleiche natürlich verschwunden sein. Da gibt es aber eine Lösung. Und zwar, wenn ihr in der Menüleiste unter Extras geht, das dritte Menü von oben, da steht Rastereinstellungen. Das aktivieren mal. Wir mal, dann geht ein Fenster auf und da kann ich also einstellen die Werte von meinem gewünschten Raster. Kann mir aber auch das Ganze anzeigen lassen, ja oder nein, in der X- oder in der Y-Achse. Jetzt müssen wir natürlich das Ganze ein bisschen vergrößern, das heißt also, das weiß ich jetzt zufällig, von 62,5 auf 62,5, weil das ist nämlich die Größe für die 50er skalierten Platten. Okay. So, und jetzt klicke ich einmal hier drauf und schon springt sie wieder rein. Ja, ins nächste Kreuz wieder von diesen Platten. Auch hier kann ich mir jetzt wieder das Ganze kopieren. So. Und schiebt mir das einfach hier ran. Der springt also automatisch immer da, wo das Fahnenkreuz ist, von 4 Quadraten. In diesem Fall sind es natürlich jetzt mehr, sind es 4 mal 4, aber hier rein. Ich kann natürlich auch jetzt ins Alt rückgängig. Ich kann natürlich jetzt auch hier wieder reinspringen. Dann hätte ich natürlich hier überlappt. Oder ich gehe ein zurück. Dann hätte ich hier natürlich freies Feld. So, wo sind wir? Da. Ja? Da seht ihr schon, habe ich das freie Feld. Klicke ich das hier, schiebe ich das jetzt hier einmal ran. So. Einmal anklicken und schon hat er wieder dementsprechend eingerastet. Und so kann ich mir also mal eben auf die Schnelle Platten legen, da wo ich es gerne haben möchte. Vorsichtig ist natürlich, hier seht ihr schon, die Raster sind außerhalb der Anlage. Da müsst ihr eben halt ein bisschen vorsichtig sein, weil das kann im späteren Verlauf mal zu Abstürzen führen, wenn also Modelle außerhalb der Anlage sind. Muss nicht, kann, wie gesagt. Ja, und das war eigentlich zu den Raster beziehungsweise zu den Gitternetz zu sagen. Nochmal auf das Menü selbst. Ich hatte ja eben schon mal angedeutet, man kann sich also auch einzelne Achsen anzeigen lassen. Wenn wir also mal die Y-Anzeige nicht haben wollen, dann deaktivieren wir die und dann sagen wir einfach okay, dann habt ihr also nur die Längs Achsen und wenn ihr jetzt nur die horizontalen haben wollt, dann müsst ihr einfach mal wieder hier wechseln und dann habt ihr auch die horizontalen. Die Platten docken natürlich jetzt hier auch an, klar, aber es ist schon schwer, da sage ich jetzt mal die Platte anzulegen, also sauber anzulegen. Hier ist also immer empfehlenswert, beide anzuaktivieren, dann habe ich auch da eine hundertprozentige Lösung, meine Platten zu legen.
Ja, ein kleiner Menüpunkt, aber trotzdem manchmal sehr hilfreich, vor allen Dingen auch, wenn man größere Flächen hat und möchte diese mit Platten belegen. Gut, das soll es aber wieder gewesen sein zu diesen Gitternetzlinien. Wichtig dabei ist eigentlich auch noch zu sagen, wenn ihr damit fertig seid, deaktiviert das Gitternetz. Weil sonst kann es passieren, dass ihr Modelle habt, dann geht ihr in 3D rein, dann setzt ihr hier die Modelle hin und die springen nicht dahin, wo ihr sie eigentlich hinhaben wollen, weil die suchen sich dann den nächsten Punkt. Das ist nicht bei allen Modellen, ich habe es also schon bei mehreren Modellen erlebt, dass sie dann, weil ich einfach diese Gitternetzlinien noch aktiviert hatte. Also, wenn ihr soweit fertig seid, geht es wieder weiter oder wollt weiterbauen. Dann deaktiviert die und jetzt könnt ihr in aller Ruhe hier das Ganze weiter bebauen. Ja, wie gesagt, das soll es erstmal wieder gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen was wieder aufzeigen. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis dahin, tschüss, euer Heinrich.